Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sebas Husum auf dem Kanal. So, wir waren immer noch beim Dreschen. So. Ey, vorwärts, nicht rückwärts. So, jetzt haben wir die Längsbahn, ne? Wieso ist das nicht an? Jetzt aber. Nein. Jetzt nehmen wir mal GPS zur Hilfe hier. Moment. Ah, verschwindet immer der Ton hier. So, jetzt haben wir es. Nein, F1 brauche ich nicht. So. New. Automatik. Müsste passen wohl. Dann wollen wir doch mal schauen. Müsste doch hin. Ah, meine Pedale stehen falsch. Mal ein bisschen vorziehen hier. Ja, das kommt schon ungefähr dann hin, wenn wir fertig sind, glaube ich. Es müsste passen. Ah, ja. Scheiß Schnupfen. Aber der Rad hat ganz schön. Was ist da los? Was gibt's Neues? Achso, der Stefan, der spielt jetzt auch auf der Map Sebas Husum. Der Kanal heißt Sebas Husum Gaming. Wer möchte, kann da gerne mal reinschauen. Und den Stefan da auch noch ein bisschen unterstützen, wenn er möchte. Ja, letzte Woche ist eine Folge, war Minsko Mazurski ausgefahren mit dem Steffen, weil ich so Schwierigkeiten mit dem Internet hatte. Ich hatte keine Verbindung zum Server. Die ersten beiden Folgen habe ich mir nämlich vom Stefan angeguckt auf seinem Gaming-Kanal. War sehr witzig. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich denke mal, dass bei ihm über den Winter ein paar mehr Gaming-Videos auch dann kommen. Weil er ja dann auf dem Feld nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Klar, die Tiere müssen weiter versorgt werden, auch über den Winter, ganz logisch. Aber die Felder müssen ja dann nicht mehr so versorgt werden. Da wächst auch weniger Unkraut, muss auch weniger spritzen, da wird er wohl mal ein bisschen mehr Zeit haben. Neben seinem Umbau für die Direktvermarktung und der Familie. Das sieht gut aus. Dann können wir gleich schon mal den Anhänger ranholen und dann abtanken. Ich glaube 4.500 oder so gehen nur rein.
Ja, dann geht es hier auch wieder ein bisschen voran. Und allzu lange zum LS19 haben wir ja auch nicht mehr. Sind ja nur noch nicht mehr ganz knappen Monat. Und dann fangen wir dann am spätestens 20.11. fangen wir dann an mit LS19. Und ich denke mal, wenn ich keine LS17 Folgen mehr auf Lager haben werde, wird in der Woche dann auch nicht mehr viel passieren, glaube ich, was den LS17 angeht. Und der wird dann auch eingestellt. Weil das lohnt dann einfach nicht mehr. Na, warum fährt denn jetzt das Mähwerk nicht hoch? Voll. Oder fast voll. So, jetzt müssen wir mal rausfahren, sonst können wir nicht abtanken. So, und wir holen mal derweil einen Trecker ran. Nur welchen? Warum steht hier die Spritze noch rum? Habe ich die hier stehen lassen? Echt? Ach, mein Frontlader-Trecker ist das. Ja, ist egal, das reicht. Nein, wir nehmen den etwas größeren. Da kriegen wir vielleicht alles von dem Feld rein. So, auf geht's. Wir tuckern zum Feld. Ich glaube, der ist ein bisschen sehr hoch, oder? Wir machen den wieder runter. So geht's auch. Was? Meine Codierung wäre zu langsam. Okay. Zeig mir OBS gerade an. Codierung wäre zu langsam. Habe ich was verkehrt eingestellt? Muss ich gleich mal nachgucken. Vielleicht sind es auch deswegen ein bisschen die Ruckler. Aber in der Vorschau sieht es gut aus. Na, ob das passt? Passt. Einmal abbunkern. Die bringen dann auch uns gleich wieder schon ein bisschen Geld rein. Das finde ich gut, weil Sojabohnen brauchen wir nicht wirklich.
weiter geht's. Achso, wir müssen gleich mal eben am Hof gucken wegen der Tiere, wie gut die versorgt sind. Allzu lange werden wir aber hoffentlich nicht mehr brauchen hier. Vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen. Aber da müsste das Feld runter sein. Na komm rum. Ja, dann bleibt das eben stehen, kann ich nicht ändern. So wild ist das jetzt auch nicht. Damit können wir leben, wenn das stehen bleibt. Sag ich doch, spätestens in der nächsten Folge sind wir fertig. Dann haben wir das auch geschafft. Da können wir hier schon wieder anfangen anzusehen, zu pflügen und zu rubbern und zu düngen. In der Zeit wachsen die anderen Felder, aber ich denke mal, wir werden alle Felder nochmal düngen müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Düngestufe ausreicht. Ich glaube, der kleinere Anhänger hat Trecker jetzt auch getan. So, wir kommen dann doch nicht hier runter vom Feld 40. Aber ich habe gehört, dass der Stefan hier Wiese drauf gemacht hat. In seinem Let's Play. Weil in Wirklichkeit würde ihm wohl das Feld nicht gehören. Aber das wäre auch eine Maßnahme, hier dann Wiese drauf zu machen. Da hat er eine gute Idee gehabt. So, ach, wir machen das jetzt noch in der Folge zu Ende und dann sind wir fertig damit. Dann brauchen wir das in der nächsten Folge nicht mehr machen. Das ziehen wir jetzt eben durch. Fertig. Ja, das ist so ein kleiner Keil, ne? Ja.
So. Nur noch das Keilstück und dann sind wir fertig. Prima. Können wir sogar schon in der nächsten Folge mit dem Flügen anfangen? Oder eigentlich, nee, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Weil wir brauchen ja nur alle drei Mal oder so. Alle drei Ernten. Dann brauchen wir hier ja nur Grubber und dann haben wir ja schon die erste Düngestufe. Oh, ein bisschen weit weg. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Tut auch keinem weh. Und, wenn ihr noch öfter sehen wollt, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch immer schön benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Ich bedanke mich, ich bin raus, euer Jens. Tschüss.